Herzlich willkommen zu meinem neuen Video, auch heute wieder zum Thema Dschungelshow. Die wichtigste Meldung vorneweg: Zoe hat es endlich geschafft zu pinkeln. Darauf hat natürlich die Welt gewartet, auf diese Information. Es ist schon irgendwie traurig, dass man das schon als großartige Meldung verkaufen muss. Innerhalb der Sendung ist passiert halt nicht viel. Ja, dann fangen wir mal an. Was gab es denn so beim Tag 3 sonst noch so zu berichten? Sie haben angefangen, es wurde ein kleines Wissensquiz gespielt, allerdings doch mit mäßigem Erfolg. Dann hatte sich Mike mit dem Frank nochmal im Nachgang unterhalten über Sachen, die er weiß oder zumindest meint zu wissen. Dort kam dann raus, dass er Astrologie und Astronomie nicht voneinander unterscheiden kann, aber also ein paar Sachen, die er dort vorgegeben hat zu wissen, waren eigentlich nicht wirklich fundiert. Aber er konnte Frank zumindest zum Teil doch damit beeindrucken. Dann haben sie gestern endlich mal ein bisschen was vom Außenbereich gezeigt. Wir haben ja momentan in ganz Deutschland so ein bisschen Schnee, in manchen Gebieten mehr, in anderen weniger. Dort hat Mike dann einen kleinen Miniaturschneemann gebaut und ihn dann zur Feier des Tages und des Tiny Houses Tiny genannt. War natürlich eine ganz lustige Idee. Dann hatten wir auch gleich wieder die Schaltung zum Studio von Daniel und Sonja. Auch heute hatten sie mal wieder ein paar Studiogäste. Zum einen den Dschungelkönig der 14. Staffel Prinz Damien und Dani Büchner. Angeblich hatten sie auch noch Claudia Norberg vorgeladen, allerdings soll diese angeblich rausgeschnitten worden sein. Wahrscheinlich mehr ausgeladen. Man weiß es nicht. Klang auf jeden Fall ein bisschen seltsam. Als Ersatz dafür hatten sie dann unseren Ex-Minister Günther Krause eingeblendet, der dann dort in einem Video ein bisschen was erzählt hat, dass er sich jetzt wieder gut fühlt und dass er sich vor allen Dingen auch nochmal den Dschungel zutrauen würde. Was natürlich bei der 14. Staffel doch etwas kurz gekommen ist, da er nun doch relativ kurz nur drin war und sich ansonsten da auch nicht wirklich vorgetan hat. Er hat ein bisschen Orgel gespielt. Das war eigentlich schon seine gesamte Auftrittsleistung, die man jetzt so in dieser Sendung hatte. Dann hatte der Prinz Damien noch gesagt, dass die Auftragsbücher, nachdem er dann dort Dschungelkönig geworden ist in der 14. Staffel, voll waren, aber dann ab März dann entsprechend alles absolut eingebrochen ist. Natürlich Corona-bedingt, wie ja überall. Aber es ging ihm dann wohl trotzdem ganz gut. Und wie man dann als Quarantäne-geplagter Mensch dann auch nochmal zusammen mit seinen Liebsten dort Weihnachten verbracht hat. Ebenso die ganz normalen Nöte und Sorgen der normalen Bevölkerung eben auch. Er konnte natürlich seinen Titel als Dschungelkönig nicht so richtig gut ausbauen und ausnutzen. Wenn wir uns mal überlegen, die Dschungelcamp-Staffeln sind eigentlich immer so Mitte bis Ende Januar zu Ende und da ja nun schon ab März ja dann letztes Jahr schon großzeitig Lockdown war und dann alles schon mal abgeblasen wurde, hat er natürlich nicht viel Zeit dafür gehabt. Aber dafür ist er halt nochmal ein Jahr länger amtierender Dschungelkönig, da sie ja in dieser Staffel keinen neuen Dschungelkönig krönen. Ob das natürlich als Trostpflaster ausreicht, ist natürlich auch nochmal die Frage. Und dann hatten sie auch noch Dani Büchner eingeladen, die dann nochmal über ihre Beziehung zu Ernesto Monte gesprochen hat. Der allgemeine Wanderpokal, wie sie ihn bezeichnet haben, da er nun auch schon medienwirksam mit Helena Fürst zusammen war, die ja auch schon innerhalb des Dschungelcamps in Erscheinung getreten ist. Aber auch Dani hat interessanterweise gesagt, ihr geht es gut. Das kann natürlich sein, dass du sagst, es geht dir zwar mental einigermaßen gut, aber wirtschaftlich kann ich mir das kaum vorstellen. Ich bin der Meinung, ich hatte gelesen, dass sie ein eigenes Café betreibt. Und wenn du jetzt ja nun in die Gesichter der Selbstständigen guckst in den letzten Monaten, da sieht es ja nun auch gerade im touristischen Bereich sehr düster aus. Das wird sich, denke ich mal, erstmal für die nächsten Monate auch nicht unbedingt ändern.
Also müssen sie erstmal so viel Geld einsammeln wie möglich, damit da noch irgendwas am Leben gehalten wird. Also es geht den halbwegs Prominenten genauso wie den Normalos. Insofern haben wir da schon wieder eine Zuschauerbindung erreicht. Interessanterweise hatte auch nochmal Dr. Bob eingeworfen, dass es innerhalb dieser Staffel jetzt wahrscheinlich die anzahlmäßig meisten Tiere gibt und natürlich auch ein bisschen andere Tiere als sonst in Australien. Dieses Jahr arbeiten sie wohl das erste Mal mit Vogelspinnen. Wie ich mich erinnern kann, waren sonst immer Huntsman-Spinnen direkt in Australien. Da kann es natürlich sein, dass dann die Vogelspinnen sonst nicht so zum Einsatz gekommen sind. Das war natürlich auch immer schon ganz schöne Trimmer dort. Neben den Vogelspinnen, die nun neu waren, gibt es auch in diesem Jahr eine Anaconda. Also auch ein deutsches Ersatzdschungelcamp hat einiges an Tieren zu bieten. Wenn sie auch nicht unbedingt einheimisch sind, aber das muss es ja auch nicht unbedingt sein. Gestern hatten wir ja gesehen, dass sie nur einen einzigen Stern bekommen haben, was natürlich so ziemlich wenig ist. Allerdings habe ich auch gar nicht gesehen, was sie dafür bekommen haben. Da kommen wir jetzt schon mal auf mein gestriges Video wieder zurück. Auch hier haben sie sich nicht wirklich darauf gestürzt, was es nun eigentlich zu essen gibt und was eigentlich jetzt durch diese Sterne erspielt wurde. Man hatte nur noch kurz gesehen, wie Frank dann wahrscheinlich so dicke Bohnen mit einer Scheibe Brot gegessen hat. Aber natürlich ist es nicht so ganz richtig. Normalerweise müsste es ja, wenn wir dem Dschungelkodex folgen, eigentlich Reis sein. Weil es gab ja sonst immer Bohnen mit Reis als Notration und nicht Bohnen mit Brot. Aber das ist natürlich auch wieder so eine kleine Abwandlung dann. Aber wir sehen ja schon aufgrund dieser ganzen Thematik, wie viel Zeit sie eigentlich mit Rückblenden verplempern auf andere Staffeln, zeigt eigentlich, dass RTL selbst der Meinung ist, dass sie nicht wirklich viel zu bieten haben. Außer in drei Leute, die sich mehr oder weniger langweilen. Die Hauptattraktion ist natürlich dann unsere alltägliche Dschungelprüfung. Diese war dieses Mal mit dem Titel Total abgedreht versehen. Diese Prüfung wurde wohl schon in einer Finalfolge gespielt von, lass mich nicht lügen, aber ich glaube Dani Büchner, die dann diese Prüfung auch nicht so ganz gut erledigt hatte. Vom Konzept her ist es so, dass sie dann ein durchsichtigen Helm bekommen. In diesen Fällen werden Viecher gefüllt und dann müssen sie mehr oder minder blind, je nachdem wie viele und wie große Tiere dort reingelassen werden, in einem ebenfalls durchsichtigen Kasten Sterne abschrauben. Dieser Kasten ist ebenfalls mit dem gleichen Viehzeug befüllt, wie auch schon oben im Helm drin ist. Und dann muss mit einem Imbusschlüssel der jeweilige Stern abgedreht werden. Es können bis zu 3 Sterne erreicht werden. Als erstes mit der Prüfung war Mike dran. Dieser bekam 5 Schlangen in seinen Helm und auch 5 Schlangen in die Kiste, wo eben die Sterne auf ihn warten. Das hat er auch wirklich ganz ruhig und gelassen gemacht. War auch überhaupt nicht hektisch. Obwohl er auch immer sagt, dass er doch ziemlich Respekt und auch teilweise Angst vor diesen Prüfungen hat, aber er liefert eigentlich immer gute Ergebnisse ab. Daher hat er auch dieses Mal 3 Sterne geholt. Als nächstes ist Zoe am Start. Sie bekommt 10 Ratten in den Helm und auch Ratten in die Box mit den Sternen, wo eigentlich auch Daniel davon ausgegangen ist, dass sie doch sehr schreien wird innerhalb dieses Helms. Sie war wirklich sehr konzentriert bei der Sache und hat dann auch 2 Sterne bekommen. Den 3. hatte sie deswegen nicht bekommen, weil die Ratten sich gesammelt hatten an einem Punkt, der genau auf dem 3. Stern lag. Und da hätte sie natürlich theoretisch die ganzen Ratten erstmal wegschieben müssen. Daher war es natürlich auch recht schwierig, dann dort überhaupt ranzukommen an diesen Stern. Aber auch 2 Sterne sind für diese Prüfung ein richtig gutes Ergebnis. Als letzter ist Frank dran. Dieser bekommt 1000 Kakerlaken in seinen Helm
und auch wieder Kakerlaken in die Box mit den Sternen. Das stelle ich mir doch sehr unangenehm vor, weil du ja aufgrund der Masse der Tiere auch gar nicht so wirklich sehen kannst, was du da letzten Endes machst und du da dann wirklich nur auf dein Gefühl vertrauen musst. Zumal ja auch diese ganzen Kakerlaken dann sicherlich jede Ritze nutzen, um dort reinzukriechen, die sich ihnen bietet. Vor allen Dingen hatten sie ja auch in den letzten Dschungelcamp-Staffeln immer gesagt, dass sie auch wie Sau stinken. Also das ist bestimmt nicht gerade angenehm. Er sollte eigentlich, wie die anderen beiden auch, seine gesammelten Sterne in die dafür vorgesehenen Tasche packen. Allerdings aufgrund dieser Erschwernis, dass er nun zum einen nicht sieht und zum anderen eben mit seinen ganzen Kakerlakenkumpels dort, hat er dann einfach die Sterne auf den Boden geschmissen und das hat dann auch gezählt. Er hat ebenfalls insgesamt 2 Sterne von 3 bekommen. Auch wirklich ein gutes Ergebnis. Und als sie ihm natürlich dann diese ganze Taucherglocke nochmal abgenommen hatten, dann hast du natürlich gesehen, wie sich die ganzen Kakerlaken bei ihm dort verteilt haben. Und wo sie auch davon ausgehen, dass er sie garantiert auch nochmal mit ins Tiny House schleppt. Da brauchst du natürlich auch einige Zeit, um dich erstmal von diesen ganzen Kakerlaken dort zu befreien. Nun kommen wir zur alles entscheidenden Verlesung des Telefonvotings, wo dann verkündet wird, wer denn jetzt von den 3 rausfliegt und welche 2 noch übrig bleiben für das Halbfinale. Mike, der immer schon jetzt die Tage relativ weit oben war, konnte sich auch weiterhin durchsetzen, konnte sich daher einen Platz sichern. Aber auch Zoe hatte sich dort einen 2. Platz erkämpft. Somit ist der Frank ausgeschieden. Ich vermute auch, dass die Zuschauer ihm das negativ angekreidet haben, wie er sich dort im Zusammenhang mit Zoe eigentlich verhalten hat. Insofern ist der Frank leider draußen. Und nun wissen wir auch, wie es weitergehen soll. Werden jetzt 3 neue Kandidaten einziehen. Also gibt es dort einen Tausch 3-3 und nicht, dass die Tiny House Situation jetzt nochmal aufgefüllt wird. Und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht und wer sich letzten Endes dann um den Kampf für das goldene Ticket durchsetzen kann. Und dann würde ich mal sagen, bis morgen, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.